Hallo zusammen, hier ist der Oliver aus Hamburg und ich habe für euch ein kurzes Video, das als Input im Rahmen der OER-Camp-Werkstatt entstanden ist. Und zwar dreht es sich um die Frage, wann sollte ich denn Learning-Apps nehmen, das sieht man hier schon, und wann vielleicht die Software H5P. Ihr werdet gleich sehen, ich springe von Seite zu Seite im Netz, das sind alles Websites hier. Und die Links gibt es je nach Aufbereitung in der Videobeschreibung oder als Overlay oder vielleicht auch ganz anders. Das liegt daran, dass ich das hier komplett offen lizenziere. Also CC0, macht damit, was ihr wollt. Und ich nicht weiß, was die Leute vielleicht machen, wo sie Links reinsetzen und wo sie es verlinken. Also ich sage immer, wo es ist. Das ist jetzt die Seite learningapps.org. Und eine zweite Seite, die wir gleich brauchen, das ist diese hier. Das ist h5p.org. Gehen wir nochmal zurück. Für die, die nicht wissen, was Learning Apps ist, Learning Apps bezeichnen wir es mal ganz einfach als Autorensoftware. Und wenn man wissen will, was man damit machen kann, klickt man hier oben auf Browse Apps und da kann man sich schon mal was angucken. Und ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was hier was ist, aber wir können ja einfach mal reinschauen. Sieht aus wie eine Sprachübung für das Englische. Okay, und offensichtlich ist es nicht Englisch, sondern eher Chinesisch. Und ich müsste jetzt offensichtlich die Sachen zusortieren. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, was Sache ist. Ein paar Sachen kann ich lesen. Das ist zum Beispiel 3. Im Japanischen wäre es Sun. Vielleicht passt das irgendwie zusammen. Müsste ich mir, glaube ich, angucken. Es passt zusammen. Okay, ist also ähnlich wie Japanisch. Also das ist auch eine kleine interaktive Übung. Die kann man damit machen. Und was Vergleichbares könnte man auch mit H5P machen. Jetzt nicht speziell das. Aber auch hier gibt es so einen Punkt, wo man sich Sachen angucken kann. Da heißt hier Examples and Downloads. Und wenn man da drauf klickt, bekommt man hier erstmal so eine Übersicht von allen Möglichkeiten, die man hat. Und vielleicht nehmen wir einfach mal was ganz Einfaches hier. Fill in the Blanks, das ist ein Lückentext. Sieht halt hier so aus. Das heißt, hier habe ich meinen Lückentext und ich gebe jetzt einfach mal Red Berries, die gibt es nicht. Ist auch falsch, aber ich kann jetzt eingeben. Und was Vergleichbares gäbe es eben bei Learning Apps auch. Und da gibt es viele Ähnlichkeiten. Und die Frage ist, wann sollte ich denn das eine nehmen, wann das andere, was ist besser? Und jetzt muss ich vorweg schicken, ich bin ein bisschen vorbelastet, denn ich habe mal bei der Firma gearbeitet, die das Kernteam von H5P stellt, von dieser Software. Und ich muss sagen, die ist halt grundsätzlich besser. Das liegt jetzt hoffentlich nicht nur daran, dass ich eben daran mitentwickelt habe und immer noch mitentwickle, sondern weil sie einfach ein paar, ja, Möglichkeiten bietet, die Learning Apps einfach nicht hat. Warum meine ich das? Erstens, H5P kann man sich selber auf seinem eigenen Server installieren. Das heißt, man ist, was Datenschutz angeht, wahrscheinlich dann deutlich entspannter unterwegs als bei Learning Apps, die halt auf einem Server liegen. Es ist flexibler, das heißt, das ist Open Source, das kann ich anpassen, das kann ich erweitern. Ich kann hier die Optik ändern, wenn ich möchte. Wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass hier so ein blauer Rahmen drum ist, sondern der soll grün sein, dann kann ich das hier ändern. Das kann ich bei Learning Apps nicht. Und es bietet einfach in Summe mehr Möglichkeiten. Ich habe gerade diese ganzen Interaktionstypen gesehen, die man da anlegen kann, sind einfach mehr. Es gibt aber trotzdem 3 Sachen, da kommt man um Learning Apps eventuell nicht drum herum. Also da ist das dann tatsächlich besser. Und wenn man einen von diesen 3 Fällen hat, dann sollte man sich vielleicht mit diesem hier, mit Learning Apps, beschäftigen. Also wir gucken einfach mal drauf. 3 Sachen. Das erste ist, wenn ich nicht von vorne anfangen möchte, sondern ich möchte gucken, was haben denn andere mal gemacht und ich möchte das weiter nutzen. Das ist hier tatsächlich einfacher. Ich schränke das gleich ein bisschen ein, aber ich zeige das mal. Ich brauche hier nur auf Browse Apps gehen und jetzt bekomme ich hier diese Übersicht von Kategorien. Dann sage ich, ich möchte vielleicht eine Geschichte und dann klicke ich auf Geschichte und dann sehe ich hier verschiedene Sachen von Geschichte. Das scheint ein Lückentext zu sein. Dann klicke ich da drauf. Und wenn ich jetzt hier auf Create Similar App klicke, dann könnte ich das 1:1 übernehmen, dann hätte ich den ganzen Inhalt und könnte den einfach bearbeiten und weiter benutzen. Das heißt, wenn ich vielleicht möchte ich das Griechische jetzt einfach auf Englisch übersetzen, dann mache ich das und bin schon fertig und muss nicht von vorne anfangen. Sachen von anderen bei H5P zu finden, ist nicht ganz so einfach. Das geht, da zeige ich vielleicht einen ganz kleinen Trick. Der ist jetzt nicht so weltbewegend und hochtrabend, aber das ist jetzt Google. Und wenn man bei Google site://h5p.org angibt und dann einen Suchbegriff, nennen wir es vielleicht auch mal History, mal gucken, was es da im Angebot gibt, dann beschränkt Google halt die Suche auf site, also auf h5p.org. Und weiß ich nicht, The Words of History, kann man mal reinschauen, da hat offensichtlich jemand was angelegt. Ist in dem Fall eine Folge von Multiple Choice Quizzes, so wie es aussieht. Sieht ja auch ganz nett aus. Also, das ist ein möglicher Weg zu finden, ist aber trotzdem umständlich, das so zu machen. Geht halt mit H5P nicht, dann ist Learning Apps besser. Nochmal, andere Einschränkung, es geht eben nicht nur mit Google. Das ist eine Einschränkung, die ist auch neu. Das habe ich in der ersten OER-Camp-Werkstatt, die ich mal begleitet habe, nicht
gesagt, aber es gibt ja die Zentrale für Unterrichtsmedien und dieser Verein hat gesagt, naja, wir stellen einfach mal einen H5P-Instanz zur Verfügung und peppen die ein bisschen auf. Und hier seht ihr schon was, neueste Apps, da kann man schon sehen, da kann man also auch gucken. Und was man hier machen kann tatsächlich, man klickt oben auf Apps suchen, das ist hier, und jetzt kann ich halt filtern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes suche, sagen wir einfach Geschichte oder irgendwie sowas, dann klicke ich hier drauf, nehmen wir auch Geschichte, da haben wir Geschichte und dann sage ich filtern und jetzt filtert mir alles eben raus, was mit diesem Begriff Geschichte versehen worden ist oder verschlagwortet worden ist. Also zum Beispiel diese Interaktion, die könnt ihr jetzt angucken und hoffentlich nicht so ein Vorher-Nachher-Bild. Ja, also das geht, das ist der Umweg, wie man das bei H5P machen müsste. Speziell bei der ZUM ist das natürlich sehr schön gelöst. Nur da von mir der Hinweis, das ist ein Verein und wenn ihr da Inhalte lagert und finden wollt, das kostet ihr auch Geld, spendet denen vielleicht mal was. So, als erster Fall, wann ist Learning Apps, ich zeige es nochmal, das hier, wann ist das tatsächlich wahrscheinlich besser geeignet, wenn ihr stöbern wollt und Sachen auch lagern wollt, das könnt ihr hier problemlos. So, der zweite große Fall ist international wahrscheinlich sehr unterschiedlich, wie das ist. H5P kommt aus Norwegen, das ist eigentlich überhaupt nicht das Thema, aber in Deutschland ist die Infrastruktur des Netzes dann doch nicht so und vielfach haben Schulen gar keine Netzanbindung oder gruselig schlechte und da muss man sich anders behelfen. Also bei Learning Apps gibt es die Möglichkeit, sich die Inhalte runterzuladen und ich kann die dann offline benutzen. Das heißt, ich habe die auf meinem Rechner, ich brauche gar keine Netzverbindung und kann trotzdem diese Interaktion machen. Und wenn ich das innerhalb der Schule mache, ist das natürlich ganz schön. Ist ein bisschen versteckt, aber es geht. Versteckt sich hinter diesem kleinen Punkt. Hier unten steht ganz klein SCORM und ihr seht schon, wenn ich da drüber fahre, steht da auch Download App as a Zip-File. Das heißt, man bekommt quasi die Inhalte, kann sich die runterladen, hat dann so eine Datei auf seinem Rechner, die muss man auspacken und dann kann man es aber lokal auch auf dem Rechner laufen lassen. Das geht hier. Geht bei H5P nicht, ist geplant, aber ja, ist leider noch nicht verfügbar. So, was man noch machen kann mit H5P, das ist relativ neu. Fangen wir von vorne an. Was man mit H5P auch machen kann, wenn man Inhalte runterladen will, es geht halt nicht von vornherein und es kostet auch Geld, aber das zeige ich jetzt hier. Das ist eine kommerzielle Version von einem Konverter. Das heißt, wenn man sich hier anmeldet, kann man das, ich glaube, 10-mal, da steht es auch 10-mal, kann man es testen. Man lädt einfach einen H5P-Inhalt hoch, bekommt dann die Datei zum Runterladen, genau wie bei Learning Apps und kann auch H5P-Inhalte lokal ausführen, ohne dass da irgendwie ein Server dran sein muss oder dass man überhaupt eine Netzverbindung haben muss. Hier steht ja hier 10-mal, ist das erlaubt, danach kostet das allerdings Geld. Ist dann wahrscheinlich für die meisten dann auch keine praktikable Lösung, aber es geht. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert auch ganz gut. Bei einigen Sachen klappt das noch nicht, aber bei vielen Sachen haut das ganz problemlos hin. So, und die andere Sache, wenn man, ich gehe wieder zurück zu Learning Apps, wenn man jetzt Leute auf diese Seite stoßen möchte, also wenn ich jetzt dieses Geschichtsquiz hier verteilen möchte, dann kann ich natürlich einfach den Link in der URL nehmen, das geht bei H5P auch. Offensichtlich stellt das viele noch nicht zufrieden und hier ist das ganz schön nochmal dargestellt. Also alles, was ich hier irgendwie so brauchen könnte, das gibt es hier unten nochmal. Also hier ist der Weblink, den kann ich verschicken, dann lande ich genau auf dieser Seite. Wenn das gleich im Vollbildmodus starten soll, kann ich diesen Link hier verschicken. Wenn ich es einbetten möchte, dann brauche ich nur das hier rauskopieren. Das geht bei H5P natürlich auch, das Einbetten, aber da muss man 2 Klicks, glaube ich, mehr machen. Hier hat man das in einem Klick. Es gibt hier sogar einen QR-Code, das heißt, wenn ich die Seite vielleicht irgendwie im Unterricht zeige und die Schülerinnen und Schüler, sondern das im Klassenraum direkt aufrufen, dann kann ich den einmal groß machen. Dann machen die Leute jetzt ein Foto mit dem Smartphone und haben sie dann das Ding direkt auf ihrem Smartphone laufen. Ist letztlich auch nur ein Link, der auf diese Seite zeigt. Geht mit H5P auch nicht, aber auch hier gibt es wieder so ein kleines Workaround. Wenn ihr WordPress benutzt, zumindest dann gibt es ein Plugin namens H5P Sharing. Ist erschienen bei Octofuchs. Also hier steht bei Octofuchs, ich meine das Deutsche bei Octofuchs. Octofuchs ist ein Kollektiv von Leuten, die begeistert sind vom Lernen und Lehren und sich damit beschäftigen. Und die haben gesagt, Olli, hau das doch hier einfach mal raus. Also man kann sich dieses Plugin einfach bei WordPress installieren. Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann ist das hier. Hier ist halt ein WordPress, da hat man H5P. Und wenn man sich da den halt anguckt, die kennt ihr.
damals mal mit Choices Quest, das wir eben auch hatten, dann findet man mit diesem Plugin dann drunter eben auch die Möglichkeit, so den direkt rauszukopieren. Man hat auch hier einen QR-Code, den man jetzt direkt groß machen kann und Leute machen direkt ein Foto davon und bekommt auch hier nochmal schneller diesen Embed-Code und mache jetzt Copy und bin fertig. Aber das sind ja, wie gesagt, ist ein bisschen umständlich, das ist hier tatsächlich schöner gelöst bei Learning Apps. Das heißt nochmal zusammengefasst, es gibt meiner Ansicht nach viele Gründe, die für H5P sprechen und drei, die noch dafür sprechen, Learning Apps zu benutzen. Und das eine ist halt das Stöbern nach fremden Inhalten und das Weiternutzen von fremden Inhalten, das ist noch einfacher bei Learning Apps. Das Offline-Nutzen ist ohne Umwege machbar bei Learning Apps und das Teilen ist hier halt auch ein bisschen einfacher. So, das heißt, wenn ihr wissen möchtet, nutze ich jetzt lieber Learning Apps oder H5P, grundsätzlich H5P, aber wenn einer dieser drei Sachen zutrifft, dann ist vielleicht Learning Apps doch die bessere Wahl.